Einen schönen guten Morgen, wir sind wieder bei Alien Trilogy Part 2, geht endlich weiter. Und hier kommt auch schon der erste Gegner. Ein verfluchtes Alien. Tja, der ist Alien Moves. Okay, wir sind wieder hier, wir müssen wieder Fässer zerstören. Und gegen Facehugger erwehren. Und wir in eigentlich jedem Alien Trilogy Part, beziehungsweise Level, müssen wir eine Batterie suchen. Damit den Lift in Gang setzen, wenn hier nicht dieser Alien rumkrabbeln würde. Geh mal weg. Come on. Ja, und dadurch halt den Ausgang öffnen. Wir haben bald nicht mehr genügend Munition für das Schrotgewehr, aber hier liegt noch ein bisschen was, das ist gut. Dann schauen wir mal hier lang, da ist alles noch zu. Gut, hier ist ein Schalter, da können wir mal gucken. Der hat die Tür hier gegenüber aufgemacht und ein Facehugger. Der hackt mein Face nicht nochmal. Ja, wenn wir diese Derm-Patches aufsammeln, die geben uns zwar nur eine Gesundheit zusätzlich, aber haben wir 100 Gesundheit, geben die uns trotzdem mehr Gesundheit. Heißt also, wir können Werte über 100 Gesundheit erreichen. So, dahinter versteckt sich noch einer wahrscheinlich. Nein! Zwei kleine Headcrabs. Hier ist auch alles breit. Okay, dann hocken die alle in diesen Räumen. Schauen wir mal, wie wir da reinkommen. Ich glaube, wir müssen hier runter und da kamen wir her und dann... Ach, noch so einer. Frag mich, was der will. Der will bestimmt eine Butterbelle. Dampf. Der geht nicht aus, also würde ich sagen, gehen wir da nicht lang. Das ist hier auch zu. Hier ist alles zu. Egal, was, wo ich gucke, hier ist alles zu. Hier haben wir noch ein paar Bandskasten. Der stellt logischerweise ein bisschen mehr Gesundheit her. Ja, wo geht's jetzt lang? Das ist die Frage. Ich versuche nochmal hier hinten zu gucken. Nee, da gehen wir nicht durch. Aber hier wahrscheinlich. Da ist auch zu. Gut. Wie sieht's hier oben mal aus? Ich muss, glaube ich, hier lang. War ich hier überhaupt schon mal drin? Ich glaube gar nicht, ne? Kreiskruzifix, wollt ihr mich verarschen hier? 5 Millionen Aliens kommen wieder raus. Ah. Ja, Samada hier. Come on! Die Kommentare sind einfach zu witzig. So, dann haben wir hier drei Schalter, die wir aktivieren müssen. Tja. Du kriegst mich nicht. Diese drei Schalter öffnen dann diese drei Türen. In einer davon wird sich sicherlich eine Batterie finden und mit der wir dann den Batterieschalter anmachen können. Hier haben wir dann Batterie, das ist schon mal gut. Und wir haben Ladungen bekommen, die sogenannten Seismic Charges. Damit können wir halt, die können wir halt wie Granaten benutzen und damit Aliens bzw. Wände wegsprengen. Wir gucken erstmal hier rein. Wer erwartet uns denn hier? Ja, sag bloß. Ein Alien. So, dann geht's hier auf. Das ist wahrscheinlich für drüben, genau. Guten Tag. Noch mehr Aliens. Heilige. Die sind aber natürlich alle kein Problem für unsere Ripley. Der Raum hier ist auch entledigt. Das war dieser Batterieschalter, den wir gerade aktivieren mussten. Und dann geht's, denke ich mal, hier raus. Und wir schauen nochmal hier lang. Hier haben wir so eine Wand, die wir mit unseren Seismic Charges wegsprengen können. Und wir finden hier unseren Flammenwerfer und ein Hypopack, womit wir für 30 Sekunden lang unverwundbar sind. Ach, lassen wir ihn einfach in Ruhe. Tja. Ich denke mal, das war's für den. Hier ist wieder der Dampf, da wollen wir ja nicht lang. Jo. Dann geht's zurück, denke ich mal. Wir müssen wieder an den Anfang ran. So, da geht's... Nein. Und ein Alien. Und das war's auch schon wieder mit dem Level. Wir sehen uns.